Jo, liebe Freunde, und somit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mod-Vorstellung im LS19 auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch den Toyota Jeep bzw. Toyota Hilux Invincible. Ja, ich weiß, mein Englisch ist nicht so geil. Auf jeden Fall will ich den euch eben heute zeigen. Ja, wenn ihr den runtergeladen habt, dann findet ihr den natürlich wie immer unter Mods und DLCs. Und dann findet ihr den hier schon. Ja, kostet 45.000 Euro in der Standard Grundpreis plus Optionen 46.700. Ja, der Truck bzw. der Jeep hat 200 PS und 147 Kilowatt. Gangschaltung ist wieder mal stufenlos. Ja, das Tankvolumen beträgt 120 Liter. Die Höchstgeschwindigkeit sind 120 km/h. Und bei der Motorausführung 2,8 Liter sind es 220 km/h und 224 Kilowatt. Ja, auf jeden Fall wiegt das Teil 11,5 Tonnen und wir können das Fahrzeug ändern. Wir können zum Beispiel natürlich wie immer das Nummernschild ändern. Wir können auch die Anhängerkupplung ändern, bedeutet ohne. Dann gibt es eben mit und wieder ohne. Motorausführung hatten wir gerade eben schon, werde ich aber nochmal erwähnen, 2,4 Liter mit 120 km/h und 2,8 Liter mit 220 km/h. Ja, dann haben wir wieder die Reifenvariante, gibt es die Straßenreifen, dann gibt es die ja, Offroad-Wheels und dann können wir wieder die Autofarbe ändern. Ja, dann Interieur. Also hier vorne die Armaturen, dann können wir Interieur wieder ändern, gibt es dann die Sitze. Und dann haben wir noch die Felgenfarbe, ist dann zum Beispiel grün. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir schauen uns das ganze Ding einfach mal auf der Map selber an. Ihr habt es ja wahrscheinlich gerade eben schon so ein bisschen gesehen. Hier ist das schöne Fahrzeug. Wir können die Türen aufklappen, wir können hier Spanngurte anlegen. Wir können auch das hier hinten aufklappen, das zeige ich euch dann auch gleich noch. Von innen sieht er so aus. Ich persönlich finde ihn wunderschön gemacht. Wir steigen jetzt einfach mal ein. Und ja, wir werden jetzt erstmal hier die Türen zumachen. Und was ich halt hier hinten cool finde, ist, ja, die komplette Ladeklappe öffnet sich sozusagen und schließt sich eben auch wieder. So sieht das Ganze von innen aus. Ich finde persönlich, das ist richtig schön gemacht und richtig schön gelungen, sage ich mal. Ja, hier haben wir Licht wieder und wenn wir jetzt hier den Motor starten, erstmal hupen, passt, Warnblinker funktionieren, rechter Blinker und linker Blinker funktioniert. Wenn wir jetzt eben den Motor starten, dann gehen die Leuchten vorne direkt an, automatisch sozusagen. Das finde ich persönlich auch total cool. Ja, dann würde ich sagen, was ich euch auch noch zeigen könnte. Wir können die Federn verstellen. Wir können ihn weiter höher machen oder wir können ihn aber auch ein bisschen tiefer legen. Finde ich persönlich cool. Sieht nämlich dann auch mit den Felgen wieder komplett cool, komplett besser aus. Innen ist das Fahrzeug wie immer relativ leise. Außen natürlich etwas lauter, macht ja auch Sinn. Und ja, wir testen jetzt einfach mal die Höchstgeschwindigkeit, ob das wirklich 220 km/h werden können. Uiuiui, okay. Das war jetzt eigentlich keine Absicht. Uiuiui. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir hier auf dieser Map 220 km/h knacken könnten. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen schnurstracks rum. Nice. Okay, da wollen wir nicht reinfallen. Das war jetzt nicht gewollt. Ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, wir... Ja, Alter, passt doch auf. Ich würde sagen, wir beenden diese Mod-Vorstellung hier. Und somit
somit danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Vorstellung. Und ja, bleibt gesund. Haut's rein. Ciao, ciao.